9 gelernte Lektionen zu MOOCs und Bildung. Heute muss man ja unbedingt eine Zahl dazu geben. Die 10 besten Tipps und so weiter. Ich sage 9 gelernte Lektionen. Da kommt besser an auf den sozialen Netzwerken. Sicherheitshalber nochmal ganz schnell zum Thema MOOCs. Die massiven offenen Online-Kurse, also Kurse, die man im Internet gratis belegen kann. Man muss kein Abitur haben oder irgendeinen Abschluss haben. Und naja, vielleicht nehmen auch ein paar tausend Leute teil, vielleicht sogar ein paar hunderttausend Leute teil. Darum soll es gehen. Was wird daraus? Erstmal, wie es gekommen ist, was bisher geschah. Kurze Zusammenfassung. Man unterscheidet klassischerweise 2 Sorten an MOOCs. Einmal die konnektivistischen, die C-MOOCs und gleich nochmal die X-MOOCs. C-MOOC ist so etwas wie ein klassisches Universitätsseminar. Man arbeitet zusammen, produziert Texte im Allgemeinen, dann am Schluss vielleicht heute auch Videos oder Wikipedia-Einträge, dann besondere Texte. Das erste von dieser Art 2008 mit 2000 plus x Teilnehmern in Kanada, veranstaltet, natürlich weltweit dann stattgefunden. Die C-MOOCs sind eigentlich nicht das, was das Thema ins Rampenlicht gebracht hat. Die X-MOOCs, sozusagen die Abendklassen, Extension Classes, die X-MOOCs sind diejenigen, die das in die Presse geschafft haben. Dieses hier als allererstes von der Sorte, 2011, Sebastian Truhn, eine Veranstaltung an der Stanford University zu künstlicher Intelligenz mit eben 100.000 plus x Leuten, die sich angemeldet haben und dann auch tatsächlich 23.000 Leuten, die so eine elektronische Prüfung am Schluss gemacht haben. Das sieht zum Beispiel so aus, bei mir sieht das so aus, der Udacity-Kurs, kurze Lernvideos statt einer Vorlesung sozusagen, aber eben kurz gehalten, Quizze dazwischen, gleich mehr dazu, ein Forum, auf dem man sich austauschen kann, Fragen stellen kann, meckern kann und ein Zertifikat, ein elektronisches Zertifikat am Schluss, auch dazu gleich noch mehr. Die Landschaft weltweit sieht so aus, ich habe hier sicherheitshalber mal Deutschland eingezeichnet, weltweit sieht die Landschaft so aus, hier die alten Kandidaten, Udacity, Coursera sind die großen Anbieter, edX auf der anderen Seite des Kontinents. Coursera ist derzeit der größte, edX der zweitgrößte, Udacity schon ziemlich hinten dran inzwischen als drittgrößter und diverse andere. Im Umfeld von Stanford mehrere, Udacity, Coursera, NovoEd und Stanford selber. Im europäischen Raum gibt es einige quasi staatliche, FutureLearn in Großbritannien, um die Open University herum. In Frankreich, FIN, auch eine zentrale Angelegenheit. In Deutschland haben wir sowas nicht, ich komme gleich noch zu Deutschland. Für den spanischen, portugiesischen Raum Miriada, da hängt die spanische Telefonica drinnen, eine ziemlich große Plattform, von der wir hierzulande wenig sehen, weil es ist größtenteils eben spanisch und portugiesisch. Im arabischen Raum 2 Plattformen inzwischen, Australien, Japan, China, es gibt viele in Japan und China. Ich kann nur mit Google Translate nicht genau entscheiden, welche von diesen Plattformen wirklich eine Plattform ist und welche einfach nur Links hat, ein Aggregator ist. Also es gibt noch diverse andere im chinesisch-japanischen Raum. Frisch in Europa EMMA, der europäische MOOC-Aggregator. Das soll aber nicht nach deren eigener Beschreibung nur ein Aggregator sein, will sagen eine Linkliste sein, sondern die sollen auch wirklich eine Plattform sein und sich darum kümmern, wie man MOOCs in mehreren Sprachen gleichzeitig machen kann. Das ist ja ein europäisches Phänomen. OpenUpEd ist die erste europäische Aktion gewesen. Ich habe es in Klammern gesetzt, das ist definitiv ein Aggregator. Also da finden Sie dann eben Links zu mehreren hundert MOOCs, aber da werden die nicht gehostet. OpenUpEd ist spannend, weil die sich auch um Akkreditierung bemühen, um Qualitätskontrolle bemühen. Also aus der Ecke wird irgendwas in Richtung europäischer Standards kommen. Das ist die Welt außerhalb von Deutschland. Innerhalb von Deutschland sieht es so aus. Alversity ist derzeit der bekannteste, vielleicht auch der größte Anbieter. Das Hasso-Plattner-Institut vielleicht an zweiter Stelle. Die Münchner Unis sind beide bei Coursera und die TUM ist obendrein bei edX. In Saarbrücken gibt es noch Open Course World, ein Ableger von IMC. Die Frankfurter haben einige C-MOOCs gemacht, die Opcodes, um die Frankfurt herum, waren auch ein paar andere noch dabei. Die Fernuniversität hat 2 MOOCs probiert in Hagen. Das waren nicht wirklich offene Kurse, die waren eigentlich nur für Studentinnen und Studenten der Fernuni. Leuphana, ganz zu Beginn ein großer Kurs und seitdem ist da auch nicht mehr so viel passiert. Dick am Start, die Fachhochschule Lübeck, die haben gerade
einen sehr großen Geldbetrag bekommen, gleich mehr dazu, um viele MOOCs zu produzieren. Auch nennenswert ein MOOC der Volkshochschulen. Und hier vergisst man leicht, habe ich auch immer gerne vergessen in meinen bisherigen Vorträgen, Marburg, der Virtual Linguistics Campus, weil es schon ein spezielles Gebiet ist, Linguistik, aber die machen einen MOOC nach dem nächsten und auch sehr erfolgreich. Wird natürlich nicht so in der Breite wahrgenommen, weil es schon ein relativ spezielles Gebiet ist. Das ist der Kollege Hanke in Marburg. Das ist die deutsche Lage. Und nun die neuen Lektionen. Was haben wir gelernt? Erstens haben wir gelernt, dass das mit dem Tsunami doch nicht so geworden ist, wie es angekündigt war. Der Stanford-Präsident hatte das so großspurig angekündigt, 2012. Hier kommt jetzt der Tsunami. Offensichtlich ist er nicht gekommen, aber das Time Magazine hatte es auf dem Titel, die Zeit hatte es auf dem Titel. Überall auf der Welt wurden die Musterstudentinnen und Musterstudenten aus Pakistan und Indien rumgereicht, aber so ist es offensichtlich nicht gekommen. Das ist vielleicht etwas verfrüht, ich muss gestehen. Ich hatte das gestern noch auf Facebook und Google Plus hochgeladen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist trotzdem ein starkes Abebben zu erkennen an den MOOCs. Es gibt so ein paar Anzeichen. Zum Beispiel Udacity hat jüngst angekündigt, dass dieses Zertifikat, was bisher gratis war am Ende des Kurses, dass es das nicht mehr gibt. Punkt. So, das heißt, Udacity aus dieser Masche draußen, dass es nicht nur die Materialien gratis gibt, sondern dass man zum Schluss auch noch so ein PDF mit irgendeiner Art Zeugnis kriegt. Das hat Udacity nicht mehr. Dafür muss man jetzt bezahlen, wenn man das haben will. Anderes Zeichen, einer der beiden Gründer von Coursera, der Herr Eng, verabschiedet sich in Richtung Baidu. Er ist offiziell immer noch dabei, aber eigentlich, ich denke nicht, dass er die beiden Jobs gleichzeitig machen kann. Er wird hauptsächlich bei Baidu sein. Und das erreichte mich dieser Tage aus Richtung Telekom. Die Telekom hatte ja mal angekündigt, mit den TU9-Universitäten German Engineering als MOOCs zu veranstalten. Das ist, wie Sie hieran lesen können, keine weiteren Projekte dieser Art eingeschlafen. Es gibt Zeichen, die also nicht gut aussehen für die MOOCs. Ob man jetzt sagen kann, dass die MOOCs tot sind, aber es sieht nicht nach dem Tsunami aus, der da mal angekündigt worden ist. Lektion 2, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Diese Zahlen sind natürlich total beeindruckend. Ich habe deshalb auch ein paar Zahlen in die Ankündigung genommen. Sie haben sie auch netterweise erwähnt. Diese Zahlen, die da immer so geschrieben werden, oder hier bei Coursera, hier unten 22 Millionen Studierende, da haben sich natürlich x Leute, darunter auch ich, mehrfach eingeschrieben, weil es zu faul war, das Passwort wieder rauszukramen. Und man guckt nur ein einziges Video an und dann ist man wieder draußen. Das sind nicht 22 Millionen Studierende. Hier die 300 Millionen Minuten, warum geben die keine Stunden an? Die 300 Millionen Minuten lernen ist natürlich auch so ein Ding. Wenn ich mir Videos angucke von Coursera oder edX, dann bin ich im Allgemeinen dabei in meiner E-Mail zugange oder sonst wo, ich bin nicht die ganze Zeit am Lernen. Also hier das mit dem Lernen vor sich zu genießen. Also man generiert da Zahlen an diesen Stellen, die doch sehr fragwürdig sind. Aufgeblasene Zahlen. Das kennen wir aus anderen Gebieten. Wenn es um die Zahl der Veröffentlichungen geht, dann schneidet man jedes Paper schön in drei Teile. Forschungsanträge sind vielleicht auch gerne mal ein bisschen größer dimensioniert. Aufgeblasene Zahlen haben wir damit jetzt auch in der Lehre. Es gibt von vielen MOOCs, hier Katie Jordan sammelt diese Daten, von vielen MOOCs gibt es dann auch mal Daten zu den Abschlusszahlen. Wie viele Leute kommen beim Zertifikat an? Bei den großen MOOCs mit 200.000 oder 100.000 Teilnehmenden sehen Sie, naja, da schafft man vielleicht mal 5%, vielleicht aber auch mal 1% an Leuten, die wirklich mit so einem Zertifikat dann rausgehen. 1% von 100.000 passt nicht in den Hörsaal, aber trotzdem, die Zahl 100.000 darf man nicht ernst nehmen, wenn man jetzt sagen würde, 1.000, 2.000, das wäre eine ernsthaftere Zahl. Spannend an dieser Grafik finde ich auch, dass die kleinen Veranstaltungen, die kleinen MOOCs, gibt es das, einen massiven Kurs, der klein ist? Okay, aber hier unten zumindest die mit einigen hundert, eben nicht Hunderttausenden, sondern die Veranstaltungen mit einigen hundert, die scheinen durchweg besser zu sein, was die Abschlussquoten angeht. Die dritte Lektion, die man gelernt hat. Alles einfach nur frei ins Internet zu stellen und sagen, gratis, bedient euch, das kann kein Geschäftsmodell sein. Irgendwas muss da noch kommen. Das Erste, was man lernt, ist, dazu gibt es dann jetzt Zahlen aus Deutschland, dass solche Produktionen richtig teuer sind. Ihr Kollege Faunberger aus Osnabrück mit seinem Kurs für Iversity über Informatik
der sagt, er braucht 24 Stunden, einen Tag von nachts bis nachts, um 45 Minuten Video zu produzieren. Drehbuch, im Studio sitzen, Quizze einpflegen und so weiter, aber das Größte ist der Videoschnitt, der größte Anteil ist der Videoschnitt. Das kann ich auch nur bestätigen. Man sitzt Ewigkeiten, wenn man anfängt, Videos zu schneiden, bei meinen eigenen Mathematikvideos versuche ich das zu vermeiden, wenn man anfängt, Videos zu schneiden, wird es unmöglich von der Dauer her. Also hier von der Zeit eben 24 Stunden für 45 Minuten. Kollege Handke, die Linguistikveranstaltungen in Marburg, der kalkuliert irgendwas bei 170.000 Euro im Jahr. Was daran spannend ist, dass er von Jahr zu Jahr seine Veranstaltungen recyceln kann. Es ist eben nicht komplett neu produziert. An anderen Stellen wird komplett neu produziert, aber das ist eben nicht komplett neu produziert und trotzdem ist man dann plötzlich in sechsstelligen Größenordnungen. Die FH Lübeck hat vom Land Schleswig-Holstein jüngst Geld bekommen für 12 MOOCs, ein Dutzend MOOCs, 450.000 Euro für ein Dutzend MOOCs. Sie können rechnen, irgendwas bei 40.000 Euro pro MOOC für die FH Lübeck. Und die FH Lübeck hat nebenan sitzen On Campus, das ist die Gesellschaft, die auch die virtuelle Fachhochschule produziert sozusagen, die ganzen Kurse für die virtuelle Fachhochschule produziert. Die machen das am Fließband, es gibt Spezialisten für alles. Die haben einen durchgestalten Prozess. Wenn die sagen, die schaffen das für 40.000 pro MOOC, heißt das, andere Leute werden es nicht schaffen für 40.000 pro MOOC, wenn die anderen Leute erstmal so einen Prozess aufbauen müssen und Leute einstellen müssen. Wo soll das Geld herkommen? Aus dem Werbeetat. Es geht um Reputation zu größten Teil. Ich habe einfach mal aus einem der MOOC-Aggregatoren rausgeholt, der Class Central, wie viele MOOCs in Stanford gelaufen sind. Es sind irgendwie je nach Zählung zwischen 70 und 100. Wie soll man das zahlen? Das kann man nur zahlen, wenn man eben so reich ist wie Stanford und sagt, das ist eigentlich Werbung. Wir machen damit Werbung für uns. Es ist Reputation. Die Plattformen, die edX, Coursera eben insbesondere und in Deutschland Iversity, die haben, glaube ich, noch eine ganz andere Schiene. Es gibt einerseits die Universitäten und einige Fachhochschulen, die das produzieren. Und dann gibt es die Plattformen, Coursera, Iversity und so weiter. Mir scheint mehr und mehr klar zu werden, dass deren Trick ist, Kosten zu externalisieren. Die teure Produktion, die lässt man die Hochschulen machen. Und selbst pflegt man nur seine Plattform und macht ein bisschen Marketing. Diese Zigtausende, das sollen mal die Hochschulen irgendwie bezahlen und die Plattform selbst, naja, die macht noch ein bisschen Programmierung drumherum. Auf diese Weise ist die Produktion externalisiert von den Kosten her und Coursera hat inzwischen sogar Tricks gefunden, um die Betreuung zu externalisieren. Coursera arbeitet zum Beispiel mit dem amerikanischen Außenministerium zusammen, dass Coursera MOOCs an den Botschaften der USA betreut werden von Leuten, die da gratis arbeiten oder auch das MOOCs von Coursera betreut werden in Bibliotheken, öffentlichen Bibliotheken. Jemand anders zahlt für die Betreuung. Andere Schiene des Geschäftsmodells, jüngst kam von Coursera, einem der Chefs von Coursera, die Aussage, die hätten inzwischen mehr als 4 Millionen Dollar verdient mit diesen Zertifikaten. Auch bei Coursera muss man für bessere Zertifikate zahlen, nicht viel, 50 Dollar. In der Größenordnung, aber inzwischen haben so viele Leute diese Zertifikate gemacht, dass Coursera in praktisch einem Jahr 4 Millionen US-Dollar damit verdient hat. Das ist im Verhältnis zu den Investitionen ein Witz. Die Investitionen sind 80 Millionen Dollar oder größer, aber immerhin. Ich meine, man fängt tatsächlich damit an, plötzlich Millionen zu verdienen. Naja, Millionen Einnahmen zu haben, nicht zu verdienen. Udacity fährt eine etwas andere Geschichte. Die bieten Personalized Support an. Es gibt ein Callcenter, wo man sich dann beraten lassen kann. Das ist quasi das Tutorium übers Internet oder vielleicht auch übers Telefon und dafür zahlt man 200 Dollar im Monat. Die Betreuung muss dann bezahlt werden und die Prüfung gibt es dann auch noch zum Schluss. So versuchen die Plattformen das. Was mir immer wieder auffällt, ist, wie lange es diese ganzen Sachen eigentlich schon gibt. Der ganze alte Wein, der einem da serviert wird. Großveranstaltungen übers Fernsehen, 1958, Continental Classroom und Sunrise Semester in den USA. Großveranstaltungen mit Vorlesungen übers Fernsehen und Prüfungen an Unis tatsächlich auch dazu. Ist nicht so weit davon weg, aber lange Jahre her. Der Kellerplan, dass man Studentinnen und Studenten sagt, ihr lest euch mal Kapitel 1 durch und dann geht ihr da hinten zu dem Tutor. Der nimmt euch eine kleine Prüfung ab und wenn der Tutor sagt, okay, dann lest ihr euch Kapitel 2 durch und dann nimmt der Tutor wieder eine Prüfung ab.
Das ist die analoge Variante von dem, was man in den MOOCs sieht. Was arbeiten, kleine Prüfung, was arbeiten, kleine Prüfung. Mastery Learning. Und es gab auch schon diese großen Plattformen, ähnlichen Zuschnitts, von den Ivy League Universitäten. Fathom, kennt heute keiner mehr, von Columbia, der Columbia University und anderen. All Learn, Oxford, Yale, Stanford. Die sind schon lange hinüber, diese Plattformen. Also insofern fragt man sich, na, was ist jetzt eigentlich neu? Es ist alter Wein in neuen Schläuchen. Was auf jeden Fall nicht neu ist, irgendwelche Lehrvideos zu machen, wo vorne einer frontal steht, so wie ich gerade, und PowerPoint durchklickt. Das haben wir, glaube ich, schon Jahrzehnte gehabt. Das ist nicht neu, das sieht man aber in den meisten von diesen Kursen. Was vielleicht neu ist, ist diese Stadionatmosphäre. Ist das spannend, dass da wirklich Hunderttausende sind? Dass Hunderttausend dasselbe machen, dass es damit für mich plausibler wird? Plausibler, als wenn das nur 10 Leute machen? So wie wenn Hunderte anstehen für das neue iPhone, dann ist das wahrscheinlich gut, weil Hunderte anstehen für das neue iPhone. Wenn 10.000 diesen Kurs machen, muss ich den vielleicht auch machen. Social Proof. Rein praktische Geschichte ist, dass man auf diesen Foren auch wirklich arbeiten kann. Im normalen Hochschulbetrieb, wenn man auf der E-Learning-Plattform ein Forum einrichtet, ist das typischerweise verwaist. Da sind vielleicht 2, 3 Fragen und Wochen später eine Antwort oder auch nicht mal die Antwort. Es passiert nichts. Aber wenn Sie 10.000 Leute in so einem Kurs haben, dann hat man wirklich eine Chance, binnen von Minuten Antworten zu kriegen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versorgen sich selbst, geben sich selbst Antworten. Es gibt dann auch sehr interessante soziologische Phänomene. Es gibt Teilnehmer, die dann wie wild Antworten geben. Die müssen einfach jede Frage beantworten. Die sogenannten Superposter. Die wollen sich dadurch profilieren, dass sie als Erste beantworten. Der Medienrummel ist neu. Dass Bildung auf diese Weise auf die Titelseiten kommt, hatten wir auch lange nicht mehr, vielleicht sogar noch nie. Und massives Datensammeln. Als jemand, der sich auch ein bisschen mit Statistik beschäftigt, finde ich solche Kurven hier unglaublich. Man sieht sogar in Sekundenauflösung, Hunderte an Leute ein- und aussteigen aus einem Video. Wenn Sie das mit einer normalen Veranstaltung machen, wo 30 Leute sitzen, haben Sie vielleicht da vorne einen Klick und da hinten einen Klick, das war's. Man sieht wirklich plötzlich Kurven, man sieht plötzlich echt Daten, mit denen man vielleicht was anfangen kann. Learning Analytics. Aber die Kunst, diese Daten tatsächlich auszuwerten, die ist noch nicht so weit gediehen. Es könnte noch was draus werden. Daten sammeln hat natürlich auch eine dunkle Seite. Man weiß dann über die ganzen Teilnehmer natürlich auch, wer kann Bruchrechnen, wer kann Englisch und so weiter und so fort. Was passiert mit den Daten? Gehen die sofort an die NSA? Gehen die sofort an Arbeitgeber? Zumindest Letzteres müsste ja zumindest in den Datenschutzbedingungen dann abgehakt werden. Und das muss man dann auch tatsächlich sagen, die Anbieter in den Datenschutzbedingungen dann abhaken, persönlich. Die Formen werden immer kleiner. Es geht der Trend dazu, kleinteiliger zu arbeiten. Die 90 Minuten Vorlesung ist plötzlich in Stückchen zerhaspelt. Bei Udacity in Stückchen von 2 Minuten. Das ist schon sehr extrem. Anderswo sind es Stückchen von 1/2 Stunde. Dann aber mit Quizzen dazwischen auf jeden Fall. Nicht mehr 90 Minuten en bloc. Das wird schon überschaubarer. Das 15-Wochen-Semester, wobei im Nachhinein ist mir eingefallen, nach ECTS ist das Semester eigentlich nicht 15 Wochen lang, sondern 26 minus 2 Wochen Urlaub. 24 Wochen müsste das Semester eigentlich lang sein. Schrumpft ein zu einem 6-Wochen-Kurs oder einem noch kürzeren Kurs. Auch das wird sehr überschaubar. Und Studiengänge sind plötzlich keine ganzen Studiengänge mehr, sondern Coursera bietet Specializations an, Udacity bietet Nano-Degrees an. Das sind einfach 2, 3, 4, 5 Kurse und dann ist man nach einem halben Jahr eben Anwendungsprogrammierer oder was auch immer gerade der Kurs ist. Gar kein kompletter Studiengang mehr. Was mich am meisten beschäftigt, ist die Praxis und die Theorie des Videoguckens und vor allem des Videomachens. Allein nur sich in so einem Video bespaßen zu lassen, ist natürlich vom Lerneffekt her sehr, sehr mager. Da gibt es eine Diskrepanz zwischen das Gutfinden und was davon lernen. Das hier ist eines der älteren Videos von Salman Khan. Khan-Style-Videos. Also man hört ihn reden, man sieht ihn schreiben auf seiner elektronischen Tafel in den alten Videos richtig kritzlich. 2 Millionen Klicks auf dieses eine Video. Die Leute finden das toll, er erklärt das auch. Naja, je nachdem, die komplizierteren mathematischen Themen, da habe ich meine Bedenken, aber die Grundlagen erklärt er schon relativ anschaulich und locker vor allen Dingen. Er erklärt es sehr locker, das scheint am besten da anzukommen.
Solche Sachen kommen an. Es gibt auch einige Studien zu dieser Art an Videos, Khan-Style-Videos. Also man sieht nur jemanden schreiben auf einem elektronischen Brett und hört ihn, aber sieht ihn nicht eben. Also man sieht die Schrift, aber sieht nicht das Gesicht. Und das Ganze relativ locker und improvisiert. Es gibt diverse Studien dazu, relativ viele ältere auch, über ähnliche Geschichten, aber auch eine neue, edX, einer der großen Anbieter. Die haben sich mal ihre MOOCs angeguckt, mit Millionen Zugriffen eben, und mal versucht zu destillieren, was beim Publikum ankommt, was nicht. Videos unter 6 Minuten werden intensiver genutzt als längere Videos. Da sind wir wieder bei der kurzen Form. 90 Minuten am Stück tut sich kein Mensch an in diesem Format. Es muss relativ kurz sein. Hin und wieder den Dozenten, die Dozentin zu zeigen, ist okay. Was natürlich produktionstechnisch Aufwand ist. Bei meinen Eigenvideos bin ich nicht zu sehen, weil es für viel zu viel Aufwand ist. Aber Ergebnis hier ist, es ist gar keine so schlechte Idee, hin und wieder auch mal die Dozentin, den Dozenten zu zeigen. Und es muss nicht Hochglanz sein. Das ist erstaunlich und da hätte man früher immer gedacht, denke ich, wir müssen das jetzt polieren bis ins Letzte, bloß keine Versprecher, bloß keine Pausen. Aber der Witz ist, es kommt besser an, wenn es nicht Hochglanz ist. Und auf jeden Fall nicht, was Sie gerade sehen, PowerPoint durchgeklickt, sondern lieber Khan-Style. Hin und wieder mache ich tatsächlich Vorträge von vorne bis hinten gezeichnet, aber das ist natürlich schon ein Risiko, auch was die Zeichenfähigkeiten angeht. Aber die Konsequenz hier ist, lieber Khan-Stil zu machen, handgezeichnet, handgeschrieben und was dazu erzählen, als sich durch PowerPoint zu klicken. Und das war jetzt nicht so klar aus den Untersuchungen, aber der Verdacht ist, zügig sprechen hilft, schneller sprechen hilft, nicht langsam. So nach dem Motto, ihr versteht das nicht so gut, dann spreche ich lieber langsam. Das scheint nicht so gut zu kommen, es soll flüssig sein. Vielleicht aus dem Grunde, dass es dann enthusiastischer wirkt. Das sind natürlich nur Angaben, was beim Publikum ankommt. Was lieben die Leute? Etwas zu lieben heißt nicht, dass man auch davon lernt. Das ist das große Problem. Das ist noch zu wenig untersucht. Wie viel lerne ich dann wirklich davon? Es gibt den Star-Professor-Effekt. Das ist auch eine relativ kleine Studie nur gewesen. Die müsste man nochmal replizieren. Man vergleicht einen sehr geschliffenen Vortrag mit einem zögernden, nicht so tollen Vortrag und stellt fest, die Leute, die den geschliffenen Vortrag gehört haben, glauben, sie haben mehr gelernt als sie in dem anderen Vortrag. Sie haben aber gar nicht mehr gelernt. Ein Klassiker aus der Ecke ist der Dr. Fox-Effekt. Man trainiert einem Schauspieler so ein bisschen Jargon an und das richtige Verhalten und stellt den vor ein Fachpublikum. Und die Leute aus dem Fachpublikum glauben dann, sie hätten einen wahnsinnigen Forscher vor sich. Auch nachdem er eine Stunde was erzählt hat, glauben die das immer noch. Also das heißt, man kann tatsächlich durch die Präsentation, gerade dann eben in solchen Videos, wenn man richtig das schön geschliffen macht, kann man wunderbar die Illusion erzeugen, selbst Wissen zu besitzen und dann auch noch den anderen Leuten Wissen vermittelt zu haben. Es gibt eine Doktorarbeit, in der das mal so ein bisschen besser untersucht worden ist, von dem Herrn Muller, Derek Muller aus Australien. Der hat diverse Experimente gemacht in der Physik und festgestellt, wenn der Videos macht, in denen Physik, zum Beispiel Kräfte, sauber von A bis Z erklärt sind, ohne irgendwelche Probleme, dann glauben die Leute, die diese Videos gesehen haben, sie haben jetzt Kräfte verstanden. Aber man stellt dann fest, wenn man ihnen Aufgaben gibt, sie haben Missverständnisse sogar verfestigt. Und deshalb sagt der Herr Maller, man müsse unbedingt Missverständnisse frontal angehen. Man muss wirklich sagen in solchen Videos, hier können Sie Folgendes falsch verstehen, bla bla bla, das ist aber Unsinn, weil nicht gerade durchgehen durch solche Videos ohne Schlenker, sondern tatsächlich sagen, dieses könnte schief gehen, dieses könnte schief gehen. Videos kommen so locker flockig, alte Geschichte, nach dem Motto wussten wir immer schon, Unterrichtsfernsehen ist so eine Sache, das ist so schön soft und schön Zuckerguss. Herr Salomon hat das vor langen Jahren mal ein bisschen erforscht. Derselbe Effekt auch schon wieder, bei Unterrichtsfernsehen glaubt man, was gelernt zu haben und wenn man es lesen muss, glaubt man, dass es anstrengend war. Aber der Witz ist, man hat mehr gelernt, weil man sich angestrengt hat beim Lesen. Eine neue Variante, dasselbe zu sagen, Desirable Difficulties von Bjork und Bjork. Die Feststellung, dass man versuchen muss, sich an einzelne Sachen tatsächlich zu erinnern. Man muss sich mit Mühe erinnern, sonst hat man nichts gelernt, sonst hat man es schnell wieder vergessen.
Deshalb der Gedanke, irgendwie brauchen wir Schwierigkeiten. Es darf nicht nur Zuckerguss sein, nur schön glattgespülte, weichgespülte Videos. Es muss auch Möglichkeiten geben, die Studierenden herauszufordern. Quizze, Selbsttests, würde man auf Deutsch sagen, Quizze ist der Punkt 1. Das ist Bestandteil praktisch aller MOOCs. Nicht aller, muss man sagen, aber praktisch aller MOOCs. Und das, was ich live mache, Inverted Classroom. Quizze kann man mehr oder minder dumm machen. Das Übliche, da wird eine Viertelstunde erzählt und dann kommen einfach nur Wiederholungsfragen. Genau zu den Sachen, die vorher erzählt worden sind, wird eins zu eins dann abgefragt, dass man sich erinnern muss. Irgendwie, zumindest wenn es Hochschule sein soll, müssen wir zum Denken kommen. Nicht einfach nur das reproduzieren, was da vorher gesagt worden ist, sondern es muss Denken rein. Mit Studenten in Saarbrücken arbeite ich hier an der Plattform Capira, nennt die sich. Da probieren wir sowas hinzukriegen und experimentieren einiges rum. Das ist ein eigener Vortrag, wenn ich da nochmal genauer drauf eingehen wollte. Also Quizze zum Denken wäre ein großes Ziel von mir. Nicht nur Quizze zum Abfragen von Wissen. Inverted Classroom heißt das, was man eigentlich in den Geisteswissenschaften machen sollte sowieso. In den Naturwissenschaften war das in Deutschland, glaube ich, nie so angesagt. Die Studentinnen und Studenten sollen vorbereitet in die Veranstaltung kommen. Also ein Blended Learning Format. Online soll Vorbereitung stattfinden in einem MOOC-artigen Format. Vielleicht auch mit Quizzen, bei mir nicht, wegen des massiven Aufwands, Quizze zu erzeugen. Das ist der Grund für Capira auch, Quizze dann einfacher zu erzeugen. Die Studentinnen und Studenten kommen vorbereitet in die Veranstaltung und dann kann man in der Veranstaltung eine Großübung machen zum Beispiel oder jemanden an die Tafel holen und eine Diskussion leiten lassen oder man kann die Zeit sinnvoller nutzen, Inverted Classroom. Und in dieser gemeinsamen Zeit kann man auch viel mehr Tiefe rauskitzeln, weil die Studentinnen und Studenten nicht hilflos irgendwo hängen bleiben, man kann sie relativ schnell abholen, wenn sie irgendwo hängen bleiben. Das wären Möglichkeiten, Denken einzufordern. Leistungen anrechnen. Jetzt sind wir wieder auf der formalen Schiene, die Anrechnung von Leistungen. Das hier ist so ein Zertifikat aus Marburg. Also wer an so einem MOOC von Marburg teilnimmt, dem Virtual Linguistic Campus, kriegt so ein Zertifikat über Linguistics 201 vom Kollegen Handke unterschrieben mit dem Logo der Uni Marburg. Soweit, so gut. Und dann fängt man an, in den Gesetzen zu graben und fragt sich, hallo, wie soll das jetzt gehen? Ich habe bei Ihnen in der Bachelorprüfungsordnung gesucht und gar nichts gefunden zum Thema Ausweise. Vielleicht habe ich auch nicht richtig gesucht, aber ich muss gestehen, ich habe nichts gefunden zum Thema Ausweis. Deshalb hier aus meiner eigenen Prüfungsordnung, die Rahmenprüfungsordnung von uns. Da steht zumindest drinnen, dass der Prüfling auf Verlangen einen Ausweis zeigen muss. Das heißt, bei uns müsste es jetzt rein theoretisch möglich sein, wenn der Prüfer sagt, oh, ich will den Ausweis gar nicht sehen, dass man Prüfungen quasi anonym macht. Wenn hier steht, auf Verlangen ist der Ausweis vorzulegen, würde ich als Rechtsleihe schließen, also muss der Ausweis eigentlich nicht immer vorgelegt werden. Es müsste möglich sein, Prüfungen zu machen ohne Kontrolle. Finde ich sehr spannend. Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Was ist jetzt eigentlich Aufsicht? Das ist im Rahmen dieser Techniken auch eine große Frage. In den USA zum Beispiel, Udacity und Coursera arbeiten mit einem Anbieter in den USA zusammen, der sagt, wir kontrollieren die Prüflinge per Webcam. Die Leute setzen sich zu Hause vor die Webcam und wir gucken zu. Oder wir drohen zumindest, weiß ja keiner, aber wir drohen zumindest zuzugucken, ob die keinen Unsinn machen. Ist das jetzt unter Aufsicht oder nicht? Das, glaube ich, muss in Deutschland noch juristisch geklärt werden. Und unser Landesgesetz, das Hochschulgesetz, ist auch spannend. Das ist die spannendste Geschichte für mich, weil da drin steht, die Studierenden müssen eingeschrieben sein. Wenn Sie irgendwo im Internet 10.000 Leute finden, die sich für den Kurs anmelden, sind die ja nicht eingeschrieben. Anderswo im Hochschulgesetz Einschreibung heißt, alles Mögliche nachzuprüfen. Das findet ja nicht statt, wenn man sich einfach nur anmeldet bei irgendeiner Veranstaltung. Das heißt, diese MOOCs in dem üblichen Format können so nicht funktionieren. Ich kann keine Hochschulprüfung in Nordrhein-Westfalen machen, weil die Studentinnen und Studenten nicht eingeschrieben sind. Es kann funktionieren, wenn Sie sagen, okay, das ist ein MOOC für die Studentinnen und Studenten der eigenen Hochschule. Die sind dann ja eingeschrieben. Für die soll das eine normale Veranstaltung sein. Innerhalb von Nordrhein-Westfalen geht es auch, weil es gibt in Nordrhein-Westfalen den großen Gasthörer. Es reicht, wenn man irgendwo in Nordrhein-Westfalen eingeschrieben ist. Aber dann muss man zumindest Gasthörer werden. Auch das ist kein einfacher Vorgang.
Ich weiß nicht, ob man mit einem Mausklick Gasthörer werden kann, aber zumindest kann man nicht mit einem Mausklick eingeschrieben sein. Und der Ausweg, den man häufiger sieht, sind Weiterbildungszertifikate. Es gibt keine richtigen Credits sozusagen, keine normalen Hochschulcredits, sondern es gibt Weiterbildungscredits stattdessen. Das scheint der Ausweg zu sein. Und wenn jetzt jemand mit diesen Weiterbildungscredits ankommt beim Prüfungsausschuss, ich habe es noch nicht erlebt, irgendwann wird es demnächst mal passieren. Es gibt über das Lissabonner Abkommen diese Beweislastumkehr. Der Prüfungsausschuss, der sagt, wir erkennen das jetzt nicht an, muss begründen, warum er das nicht anerkennt. Aber, das ist jetzt gerade frisch, dieser Tage rausgekommen von der HRK, nochmal was zu den MOOCs. Die HRK sagt, ja, aber die Beweislastumkehr gilt ja nur für Leistungen an Hochschulen. Für mich ist jetzt die spannende Frage, wenn eine Hochschule ein Weiterbildungszertifikat vergibt, ist dieses Weiterbildungszertifikat jetzt eine Leistung an einer Hochschule, also mit Beweislastumkehr oder nicht? Diese Frage wurde von der HRK da leider nicht beantwortet. Also es gibt viele Geschichten, die da noch arg im Grauen sind und vielleicht irgendwann vorm Richter landen werden. Damit sind wir jetzt schon beim Thema Weiterbildung. Also die typische Lösung scheint zu werden, dass man diese Zertifikate als Weiterbildungszertifikate ausstellt, nicht als normale Hochschulscheine. Und das passt insgesamt ins Bild. Das ist eines der älteren MOOCs. Ich zeige immer dieselben Daten hier in jedem Vortrag, weil die Daten sehen praktisch überall so aus. Auch bei neueren MOOCs, bei denen man diese Daten bekommt, diese Kurve ist immer dieselbe. Es gibt einen erklecklichen Anteil an Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Promotion, mit Master, ganz viele mit Bachelor, einige mit College und dann noch so ein paar mit Highschool nur. Diese paar sind Tausende, klar. Aber trotzdem ist die überwiegende Mehrzahl bereits mit einem ersten Hochschulabschluss. Ich will sagen, die typischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nicht die Erstsemester, sondern was tatsächlich stattfindet, ist Weiterbildung. Die typische Nutzung von diesen MOOCs ist Weiterbildung. 2013, hier EDUCOS zählt ja jedes Jahr in den USA alle möglichen Statistiken durch. Wissen normale Studierende was davon? Ich habe auch einige Mal gefragt, es ist genau dasselbe Bild. Es kennt keiner die MOOCs und es nutzt keiner von den normalen Studierenden die MOOCs. Hier hatten eben in den USA 0,5% mal tatsächlich ein Zertifikat gemacht, 0,5 nur abgeschlossen, 2% mal irgendwie teilgenommen und 74%, drei Viertel, wussten nicht mal, was das ist in den USA 2013. Es sind vielleicht jetzt nicht mehr drei Viertel, aber es ist trotzdem eine hohe Zahl. Also dieses Thema MOOC ist bei Studentinnen und Studenten nicht wirklich angekommen. Interessante Studie zum Lesen, Expectations and Reality, relativ frisch rausgekommen, gibt es gratis im Netz. Wir haben ein interessantes Zitat drinnen, nämlich im folgenden Sinne ein massiver Matthäus-Effekt. Matthäus-Effekt ist ja, den Reichen wird gegeben, wer hat, dem wird gegeben, wer nichts hat, dem wird genommen. Und die MOOCs, ist hier zusammengefasst die Aussage, die MOOCs verstärken diesen Matthäus-Effekt. Das ist sowieso ein Problem mit 99% der pädagogischen, didaktischen Interventionen. Sie verstärken den Matthäus-Effekt. Die Leute, die schon top sind, werden noch besser und die Leute, die Probleme haben, die kommen vielleicht ein bisschen weiter oder werden sogar zurückgeworfen. Und er vermutet hier eben, the bar at every elite school just went up. Wenn jetzt nämlich die Bewerberinnen und Bewerber für die Ivy League Unis jetzt sich im Vorfeld schon mit MOOCs weiterbilden, kommen die ja noch qualifizierter an und sehen da auf dem Papier und wahrscheinlich sogar in der Praxis noch besser aus als alle Leute, die das nicht konnten, weil sie nicht die Zeit hatten oder nicht die Eltern hatten. Ein noch verstärkter Matthäus-Effekt. Warum klappt das eigentlich nicht? Man muss Zeit haben, man muss die fachlichen Grundlagen drauf haben. In Deutschland zum Beispiel Englisch können, um einen Großteil der MOOCs überhaupt angucken zu können. Englisch genügend gut können. Man muss Grit haben, den Mumm haben, sich durchzubeißen, sich durchbeißen wollen auch. Man muss vielleicht auf so einem Forum zusammenarbeiten können, vernünftig Fragen stellen können, vernünftig Antworten geben können vielleicht sogar. Man muss seinen Terminplan unter Kontrolle haben, sogar mehr als das. Man muss wissen können, okay, nächsten Monat möchte ich damit fertig sein, übernächsten Monat möchte ich dann bitte den Schein haben und danach mich bewerben für irgendwas. Das muss man unter Kontrolle haben und man muss einen Sinn darin sehen. Warum gucke ich mir eigentlich die Notfallmedizin an? Das müsste ich mir selbst eigentlich mal fragen, aber andere Geschichten genauso. Warum gucke ich mir die höhere Mathematik an? Warum gucke ich mir Betriebswirtschaftslehre an? Warum mache ich das überhaupt?
Und wenn ich mir das angucke, in der Weiterbildung ist das alles viel plausibler als für Studienanfängerinnen und Studienanfänger, mich da durchbeißen zu wollen, mit anderen Leuten zusammenarbeiten zu können, mich organisieren zu können. Es hat dann auch einen Sinn, ich mache diese Weiterbildung, weil all das ist für Weiterbildung viel plausibler. Habe ich genügend Zeit? Habe ich die fachlichen Grundlagen? Das ist vielleicht ein bisschen kritisch, aber es gibt ganz viele Punkte, die dafür sprechen, dass es in der Weiterbildung besser funktioniert als für die Erstsemester. Und die Plattformen haben das natürlich gemerkt. Das hier ist Udacity. Seit einiger Zeit werben die so. I landed my dream job. Ich habe bei Udacity den Programmierkurs gefunden, mit dem ich dann endlich einen ordentlichen Job bekommen habe. So geht die Schiene dann. Und die Fortsetzung, letzte Lektion, die Fortsetzung davon ist, oh, haben die Unternehmen gemerkt und diese Plattform, eigentlich brauchen wir dazu gar keine Hochschulen. Plötzlich sind die Hochschulen aus dem Spiel draußen. Die Weiterbildung, die geht auch so. Selbe Seite von Udacity, wenn Sie das angucken, aha, das sind die Partner in der Weiterbildung. Also man wirbt damit, macht einen Kurs für Bioinformatik oder einen Kurs für Computergrafik oder einen Kurs in Python bei uns, bei Udacity, und wir vermitteln euch dann den Job bei Google. Da ist plötzlich von keiner Hochschule mehr die Rede. Zeugnisse, Zertifikate. Naja, wer braucht dann noch Zeugnisse, Zertifikate? Man hat LinkedIn, und LinkedIn und Coursera haben sich einfach verbündet. Wenn ich bei Coursera einen Kurs mache, kann ich den einfach hübsch auf meine LinkedIn-Seite in das Profil reinstellen lassen. Und damit ist dieses Zertifikat auch halbwegs verifiziert, denn das wäre sehr viel Mühe, so ein komplett falsches LinkedIn-Profil aufzubauen. Plötzlich ist da kein Siegel mehr einer Hochschule drunter, unter dem Zertifikat. Es steht einfach bei LinkedIn, oder in Deutschland würde es dann vielleicht bei Xing stehen. Man kann sich vorstellen, dass Facebook auch ähnliche Geschichten veranstaltet. Und hier von Udacity: We've teamed up with leading tech organizations, so they teach what matters. They teach. Es ist nicht von irgendwelchen Professorinnen und Professoren die Rede, es ist von they die Rede. Leading tech organizations. Die Unis sind an der Stelle draußen, die Fachhochschulen sowieso. Auch in Deutschland, MOOCs von und mit Firmen. MOOCs mit Firmen, hier das ist der Saarbrücker Verein sozusagen, Open Course World, zusammen mit Microsoft, How to make an app, how to create a Windows 8 app. Ich glaube, da muss man sich dann aber auch nicht mehr über irgendwelche Finanzierung Gedanken machen. Wo kommen jetzt, keine Ahnung, 40.000 Euro her, um das zu produzieren? Ich nehme mal an, dass Microsoft da beigesteuert hat, aus dem Werbeetat. Das ist eine Kooperation, Microsoft plus Hochschulen, Open SAP. Das geht ganz ohne Hochschulen. Im Hintergrund sitzt das Hasso-Plattner-Institut, das diese Plattform mal gebaut hat, auf Basis von Canvas. Und was da drauf läuft, sind Kurse von SAP. Wie gehe ich mit SAP um? Also eine Schulung für SAP. Programmierung, Anwendung, Einrichtung. Und da ist außen gar keine Hochschule mehr sichtbar. In die Richtung kann das gehen. Und das ist natürlich auch wieder für mich quasi aus dem Werbeetat finanziert. Fazit nach den neuen Lektionen. Nicht wirklich ein Fazit, ich habe nur offene Fragen danach. Was ist jetzt eigentlich die Hochschulbildung? Das wird mir mehr und mehr klar, dass das eine große offene Frage ist. Die MOOCs inszenieren eine Art Hochschulbildung, naja, wie Hochschule von außen aussieht. Es gibt Vorlesungen, es gibt Seminare, es gibt Prüfungen, man lernt Stoff. Und ich frage mich mehr und mehr, ist es das oder ist es das gar nicht? Diese Stoffgeschichte ist das, was die Ex-MOOCs versuchen nachzubilden. So kleinteilig, hier lernen wir das, wie wird der Patient auf der Intensivstation abgeklopft und so weiter, lernt man dann bei der TU München, oder man lernt Elektronik, wie sieht eine Transistorverstärkerschaltung aus, was auch immer. Stoff. Vielleicht lernt man auch Habitus, wie gehe ich an Probleme dran? Was ist eine Ingenieurin? Was ist ein Philosoph? Das wäre eine Frage oder ein Lerninhalt für die CMOOCs. Man diskutiert seminarartig miteinander. Ist die Bildung aber vielleicht auch im großen Rahmen ein Statussymbol? Ich bin in der Lage, mich mit anderen Leuten über irgendwelche geschichtlichen Sachen zu unterhalten, über Habermas zu unterhalten. Ich bin in der Lage, mich mit anderen Leuten auf Französisch zu unterhalten. All sowas. Ist Bildung ein Statussymbol hauptsächlich?
ist das, was die Hochschulen machen, ein Initiationsritus. Ich muss beweisen, dass ich mich da 3 Jahre lang durchbeißen kann. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, mich zu allen Prüfungen anzumelden, obwohl die Ankündigung nicht offensichtlich war. Und ich war in den Praktika, obwohl ich mich irgendwo im Keller habe eintragen müssen. Ich habe es geschafft, mich durch das System zu fühlen. Habe ich das damit gezeigt, ein Initiationsritus. Geht es um kritisches Denken, reflektiertes Handeln, Fühlen? Ist das eigentlich der Inhalt? Wenn das der Inhalt ist der Hochschulbildung, wo kommt der vor? Fragezeichen. Und was bedeuten diese Fragen dann für die Hochschulen? Was sollten die Hochschulen eigentlich tun? Geht es um Fakten und um Skills? Das ist ja das, was uns die MOOC-Anbieter eigentlich sagen. Wir ersetzen euch, liebe Universitäten, liebe Fachhochschulen, weil Fakten und Skills, das kriegen wir hier locker gratis ins Internet rein. Wenn das wichtig ist, sollte das auf Vorrat sein? Da frage ich mich auch mehr und mehr, ist das sinnvoll auf Vorrat? Meine Mathematikveranstaltung und meine Informatikveranstaltung sind mir die größte Warnung. Im letzten Semester und erst recht bei der Abschlussarbeit ist von der Mathematik und von der Informatik praktisch nichts mehr da. Der Dreisatz vielleicht, aber alles andere ist im letzten Semester weg. Ist das sinnvoll, das auf Vorrat zu lernen? Oder sollte man diese MOOC-Schiene tatsächlich fahren? Weiterbildung, just in time, kleine Einheiten, wäre das sinnvoller, wenn man schon Fakten und Skills anvisiert. Trainability, ich glaube nach Employability ist das nächste Stichwort. Trainability, ist jemand schulbar? Inzwischen ist den meisten Leuten klar, das, was wir heute als Berufsausbildung machen, Employability, ist wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr so der Hit, sondern ziemlich von gestern. Und ich sehe es ja auch bei meinen eigenen Studentinnen und Studenten, ich sehe es an meinem eigenen Lebenslauf. Ich mache überhaupt nicht das, was ich studiert habe. Ich habe schon nach einem Jahr nicht mehr das gemacht, was ich studiert habe. Ist es also besser, statt Fakten und Skills Trainability anzuvisieren, dass man Studentinnen und Studenten fähig macht, sich weiterzubilden, schulbar zu sein. Die knapp 100 MOOCs von Stanford bringen mich auch auf einen ganz anderen Gedanken. Muss eine Hochschule ihre Reputation pflegen? Wenn dann auf dem Zeugnis steht Stanford University, dann muss ja derjenige, der den Menschen einstellt, mit diesem Zeugnis im Hinterkopf haben, oh, das war wichtig und groß und schwierig und teuer. Und diese Reputation muss ja gepflegt werden, das kostet. Sind die MOOCs ein Weg, das zu tun? Muss man seine Reputation pflegen? Ist das sinnvoll? Fragezeichen. Was ich mir sehr gut vorstellen könnte als sinnvolle Beschäftigung von Hochschulen, als eine von sinnvollen Beschäftigungen von Hochschulen, ist Communities of Practice zu fördern. Wir sehen das ansatzweise bei den CMOOCs, dass sich Leute für Monate im Wochenabstand treffen und gemeinsam etwas erarbeiten, Strategien erarbeiten, Paper erarbeiten, in denen irgendwas aufgeschlüsselt wird, Enzyklopädien erarbeiten, Ansätze erarbeiten. Wenn man sowas nicht nur für Monate macht, wenn man es schaffen würde, sowas über Jahre zu etablieren, eine Community of Practice, eine Virtual Community of Practice, das fände ich sehr hilfreich, sehr lohnenswert. Ich glaube, das wäre auch ein Auftrag an die Hochschulen, in der Richtung weiterzuarbeiten. Und, was weiß ich, es gibt ganz viele Sachen neben den Fakten und den Skills, die wir anvisieren sollten. Damit möchte ich schließen. Auf meiner Webseite finden Sie sehr viele Vorträge, teilweise als Videos verlinkt. 2 Literaturtipps von Herrn Schulmeister herausgegeben. Ein Buch, das gratis zu haben ist, mit diversen Kapiteln über MOOCs, 2 davon von mir. Ist schon ein Jährchen oder so alt, aber viel davon stimmt noch. Und es gibt regelmäßig in Marburg beim besagten Kollegen Handke mit dem Virtual Linguistics Campus eine Konferenz zum Inverted Classroom Model, auch sehr lesenswert. Dankeschön.